Hey ho, hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Chivalry Medieval Warfare mit mir, dem Don Lehn. Ah ja, wir sind heute mal bei einem sehr speziellen Game Mode, nämlich auf der Map Crypts. Und ja, es ist ein Dungeon. Und ja, bevor wir hier loslegen, erkläre ich ein bisschen was, wie dieses Spiel abgeht hier. Und ja, hier seht ihr, hier müssen wir diese Skulls hier anbocken, bonk the Ritual Skulls to awaken the Horde. Ja, wir müssen hier die Horde bald abwehren. Die kommt hier in Wellen durch dieses Dungeon gerannt und wir müssen die alle abwehren. Ich bin mal allein hier unterwegs und ich weiß nicht, wie ich mich schlagen werde. Ich habe den Game Mode ein einziges Mal gespielt, da lief es ganz okay. Und dann immer bin ich auch mal verreckt. Das wird wahrscheinlich jetzt auch passieren, aber ich möchte einfach mal mein Glück versuchen und mal sehen, wie weit ich es schaffe. Ja, hier haben wir den Einzimmer-Modus. Das könnt ihr euch ja denken, was das bedeutet. Da ist dann halt immer die Horde nur mit mir in einem Zimmer, aber ich mache mal den alle Zimmer offenen Modus rein, weil der einfach cooler ist. Den Schwermodus, den lasse ich mal draußen, weil ich doch ganz alleine bin. Eigentlich spielt man das mit ein paar Verbündeten, ist dann auch wesentlich cooler, muss ich sagen. Aber irgendwie hat es auch was, mal alleine zu zocken. Jo, und bevor wir jetzt hier gleich die Horde erwecken, ja, werden wir hier eine Klasse auswählen oder eine Rolle. Und ich nehme natürlich den Knight, den Ritter. Und ja, ich glaube, wir haben ihn schon ausgewählt, ja. Sieht man eigentlich auch schon hier. Jo. Und ja, dann mal sehen, wie wir die Horde so abwehren werden, wie wir uns schlagen werden. Alles Skulls müssen hier aktiviert werden. Sehr schön, macht das her und ich schlag hier zweimal daneben. Ja, sieht schon geil aus. Also ist eine witzige Map auf jeden Fall und eine echt coole Idee. So eine Art Dungeon Crawler hier in Chivalry Manier. Okay, jetzt muss ich ihn schützen. Ich bin der Paladin. Und ja, ich starte hier mit dieser kleinen süßen Waffe. Ja, jetzt gucken wir mal, wo sich unsere Freunde, die Horde hier aufhält. Und da ist der erste. Oh Gott, und wir lassen uns treffen. Bin ich behindert? Ja. Ja. Ich bin sehr schlecht. Okay, da haben wir nächsten. Noch drei Leute sind übrig. Der ist auch weg. Und ja, hier seht ihr, ja, da sind solche Kommandanten, und zwar Troll-Commanders. Und ja, ich lasse mich echt mal töten, wenn es weitergeht. Ja, die sind halt die Kommandanten und sie sehen sehr interessant aus. Sehr muskulös und sehr entmannt, um ehrlich zu sein. Ja, und diese Horden werden sich halt eben verstärken pro Welle und hier können wir uns Leben holen, aber das werde ich auch sparen für die härteren Wellen später. Und ja, natürlich bekommen wir auch stärkere Waffen mit der Zeit und ja, diese Welle wurde abgewehrt und jetzt haben wir die nächste Waffe. Ja, jetzt wissen wir hier. Ja, wenn wir hier drin bleiben, dann werden wir umgebracht. Da muss man immer zuhören. Der Kommandant hier von uns, der will, dass wir unser Leben geben und alles verteidigen. Nichts darf die Krypta verlassen. Gut, mal gucken. Ich würde mal sagen, wir gehen mal diesmal da oben lang. Einfach mal, damit es cooler ist. So. Anscheinend bekommen jetzt Skelette als Feinde. Der stand da unten gerade, glaube ich. Mal gucken, wo die sich rumtreiben. 11 Gegner in dieser Welle. Ihr seht, es werden langsam aber sicher mehr. Also auf jeden Fall ein interessanter Mode und ich finde, die Map ist auch nicht schlecht gemacht. Ach ja, und da ist ein unglaubliches Skelett. Ich finde es auch witzig, wie die hier die Skelette und die Gegner halt so reden lassen. So, und da haben wir es weg. Ja, da hört ihr sie reden. Einfach toll. So, die halten alle nur einen Schlag aus, das ist ganz praktisch. Dann können wir mal ihnen zuvorkommen. Oh, von hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sollten wir ein bisschen mal wegrennen. Und ich glaube, ich werde hier nicht lange überleben, wenn ich so weitermache. Oh mein Gott, ey. So, jetzt holen wir uns den gut. So, zwei Leben noch, ich bin aber auch fast tot. Wir müssen echt aufpassen, das könnte echt brenzlig werden. Oh je, bitte kein Bogenschütze oder so. Das war echt angespannt, muss man sagen. Das ist ein spannender Kampf hier. So, komm her, du Knochenmann. Hier ist doch eh nichts dran, du Knochenmann. Gut, Ziel abgeschlossen. Jetzt haben wir sogar ein Schild. Haben wir hier eine andere Waffe noch? Ah, da die kleine, okay. Und ja, das ist alles. Aber ich glaube, nachher bekommen wir eine große Waffe mit mehr Reichweite, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Ja. Weil das ist einfach immer gut, wenn man eine weite Reichweite hat bei so vielen Gegnern. So, ich werde mal diesmal hier lang gehen. Hier können wir nämlich die Gegner alle auf so einem Gang hier in Empfang nehmen. Dann können sie sich so leicht einkesseln. Es sei natürlich, sie kommen von hinten. Aber da werde ich hoffentlich intelligent sein, dass es nicht passiert.
So, der ist weg, der Skull Trooper. Und wo sind die anderen? Nein, da kommt noch einer. Oh, er hat abgewehrt, intelligent. Das können sie tatsächlich. Oh, nochmal. Ich bin beeindruckt von diesen Fähigkeiten. So, das war's jetzt aber mit dem Skelett. Oh, ich hab abgewehrt noch. Hey, halt mein Schwert eigentlich tatsächlich die ganze Zeit gegen die Wand. Dieses kleine Schwert. Okay, gut, wir haben es überlebt. Okay, drei Leben noch. Die kamen gerade alle von hier unten. Das ist ganz praktisch. So, da kommt der Troll-Kommando. Später kommen, glaube ich, noch mehr Trolle und so weiter. Also, es ist halt ein schönes Gemetzel. Auch wenn wir jetzt alleine sind und ich es schaffen sollte hier, was ich irgendwie nicht glaube, bleibt es immer noch ein schönes Gemetzel. Und der hat gerade glücklicherweise gegen die Wand geschlagen. Oh, der hat seinen Kollegen kaputt gemacht. So, weg mit dir, dich, wenn mit dir. Das war's mit ihm. Sehr schön. Kann man die eigentlich enthaupten? Oh Mann, ich wollte es gerade ausprobieren. Enthauptung bleibt ein Mysterium. So, wir sollen hier raus gleich. Da müsst ihr aber erstmal die Türen öffnen oder die Gatter. Ja, Leute. So, Level 4. Ich glaube, es gibt irgendwie 20 Wellen. Also ihr könnt euch vorstellen, es werden noch viele, viele weitere Gegner hier kommen. Ich gehe mal hier runter direkt. Und ich höre schon die merkwürdigen Stimmen unserer Feinde. Und ich sehe Schatten irgendwie. Wo seid ihr? Ich lasse euch mal einfach diese wunderschöne Kulisse hier aufnehmen. Und ja, da können wir sie mal in Empfang nehmen, wie gesagt. Und da sind Bogenschützen, das ist natürlich scheiße. Das heißt, ich nehme mein Schild wieder. Oh, da ist eine etwas stärkere. Oh je. Schnell durch, schnell durch. Das wird nicht gut ausgehen, mein Gott, mein Gott. Oh. Stirb! Okay. Und da fällt und da spritzt auch das Blut. Oh, ich wurde getreten. Schrecklich. Oh, nochmal. Ey, der ist ja gemeiner Typ. Ey, ganz ruhig. Leute. Ich komme nicht weg. Was ist das für eine Scheiße? Ey, Leute, hört auf. Hört auf. Hört auf, das ist unverschämt. Und ich bin tot. Das ist natürlich mal richtig mies. War das denn ernst? Ich bin hängen geblieben. Die Horde ist siegreich. Mann, das ist ja lame. Sorry, Leute. Eine Niederlage, toll. Ja, da würde ich sagen, probieren wir es gleich nochmal aus. Ey, das ist ja peinlich. Der mächtige Donlin wurde in der vierten Welle von 20 Wellen überwältigt. Ist ja eine schöne Sache, eine echt schöne Sache. Ja, ich werde versuchen, in der nächsten Runde etwas mehr mit Taktik vorzugehen. Und dann wird das hoffentlich besser klappen. Mann, das war aber auch echt mies gerade eben, ganz ehrlich. So. Nochmal. So, wir machen mehrere Zimmer an. Und wir machen hier die... Oh mein Gott. Aktivieren die Schädel. Gut, los geht's. Choose a rule. A rule, ja, wir müssen eine Regel auswählen. Ne, eine Rolle. So, jetzt nehme ich die mir vor. So, ohne großen Schaden. Ja, kurz und kräftig. Einfach abschlachten alle. Ein Kriegsschrei ausstoßen, das ist auch nicht schlecht. So, beide weg. Ja, da haben wir aber auch einen Schaden genommen. So, weg mit dir. Und ja, wer will sich mir stellen? Der Trollkommander. Oh, der lacht ja hässlich. Die Geschwindigkeit kommt aber nicht an. Und das war's mit ihm. Jetzt möchte ich ihn aber enthaupten. Ja, okay, die Waffe war zu krüppelig. Ja. Hört dem Mann zu, der sagt weise Worte. Und da ist ein wunderschöner Kuhschädel oder Ochsenschädel oder Stierschädel oder kuhähnliches Lebewesenschädel. Nennen wir es einfach mal so. Und ich würde es eigentlich gehen nochmal hier hin. Weil hier hat man eigentlich einen ganz guten Freiraum und kann hier auch ein bisschen durch ein kleines Labyrinth laufen. Was nicht schadet. Ihr müsst entschuldigen, wenn ihr mancher vielleicht ein bisschen Gebohre im Hintergrund hört. Bei mir wird aber gerade im Haus rumgebohrt. Ich hoffe, dass man es nicht so laut hört. Das wäre etwas schade. So, es läuft deutlich besser.
Okay, wir müssen weg. Oh mein Gott, die reichen aber echt schnell. Die sind geschwind unterwegs. So, ja, komm her. Nächster Agatha Forever. Die Seite, für die du kämpfst, ist der Tod. Und ja. So, die sind weg. Ist ein schönes Was soll denn das jetzt, ne? Komm, hör auf. Hör einfach auf. Hör einfach auf. Ja, danke schön. So macht man das. Blöder Troll. Gut, jetzt haben wir unser Schild. Ich werde es mal behalten, weil da kann man durchgehend blocken. Aber wenn man getreten wird, dann ist man halt am Arsch. Wie vorhin, da wurde ich getreten und dann konnte ich nichts mehr machen und bin irgendwie hängen geblieben. Wie schon so oft, ja. Ich bin halt wirklich hängen geblieben. So, prepare for wave level 3. Gehen wir mal hier rein. Mit einem Kriegsschrei stürmt er in den Kampf gegen die unerbittliche Horde. Und da kommt irgendwie so ein fetter Smelly Troll mit einem kleinen Dolch. Und, oh mein Gott, das ist eine richtige Trollwelle hier. Okay, die Trolle treten, wir sollten aufhören. Oh Gott, okay, weg hier, 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 weg hier. Alter, wie viele sind das? Hilfe! Okay, die bringen sich teilweise schon selber um. Aber alleine ist echt, glaube ich, ein bisschen brutal hier. Oh mein Gott, ich werde, glaube ich, drauf gehen. Ich muss die echt hier irgendwie durchlocken. Oh je, oh je. Oh, renn! Oh Gott, puh. Ey, ich nehme nur die Waffe. Oh, renn, 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 renn! Boah, Alter. Das ist echt nichts für Weicheier hier. Holen wir uns euch, ihr kleinen Trollis. Ihr könnt mich nicht trollen. So, weg mit denen. Und weiter geht's. Sie sind ja zum Glück nicht so intelligent. Wie echte Spieler zum Beispiel. Ich muss aber echt sagen, so ein Mode, wenn irgendwie andere Spieler die Horde spielen könnten und einige Spieler halt hier die Verteidiger, aber noch ein bisschen stärkere Waffen dann bekämen oder bekommen würden, das wäre auch mal ein richtig geiler Mode, glaube ich. Aber könnte echt sein, dass dann halt die Horde leicht gewinnt, weil, ja, wenn Menschen dann da am Werke sind in diesem Schwarmkollektiv, dann werden wir das schon relativ schnell überrennt. Überrannt, meine ich. So. Oh, jetzt bin ich irgendwo im Keller. Nehmen Sie die Gesundheit aus dem Brunnen, einmal erschöpft wird es brauchen, um sich durch das Töten mehr Feinde gefüllt werden. Okay, das habe ich ungefähr verstanden. War ein sehr cooles Deutsch. Manuelles Level-Up. Wenn Sie genug... Achso, ja, wenn ich genug Kills habe, dann kann ich schneller eine bessere Waffe bekommen. Okay, dann gehen wir wieder hier hoch. Wir stellen uns unseren Feinden. Oder unserem letzten, dem... Ja, dem letzten im Welle 3. Und da ist er, der Smelly Troll. Und ich wurde hier fast noch vom Gatter aufgespießt. So, jetzt habe ich ein längeres Schwert. Sehr schön. Und zwar das Sword of War, das Kriegsschwert. Damit sollte es etwas leichter gehen, diese Dreckshorde hier aufhalten zu können. Aber es wird auf jeden Fall schwer. Ich bin alleine und die Feinde sind nicht allein. Sie haben... sind sehr zahlreich unterwegs. So. Horde hat 18 Mann hier dabei. Mal gucken, wie wir da durchkommen. So wie es sich anhört, sind es wieder Trolle oder so. Ah, da ist ein wunderschönes Skelett und das haben wir schon mal fertig gemacht. Oh, der wollte uns hier ganz bösartig erwischen. Gut, das war's mit ihm. Und da kommt der nächste. Gut. So, Skull Trooper. Die halten zum Glück nicht so viel aus, aber das ist noch so. Ich glaube, nachher werden sie mehr aushalten. Da habe ich mich treffen lassen, ich Vollidiot. Oh je, wenn der enttreten, ist echt gemein. Oh je, die bringen echt zu Panikflocken teilweise. Wenn jetzt einfach so. Oh je. Bogenschützen, oh mein Gott. Tötet die Bogenschützen. Das sind unsere Plage. Oh je, was habe ich getan? Oh je! Ich lass mich heilen, lass mich heilen.
Schütze, das war also nötig, Leute. Die Bogenschütze hat mich gleich dem Erdboden gleich gemacht. Ja, die treffen ganz gut und ich hatte nicht mehr viel Leben. So, jetzt kommt der hier dran. Und das war's mit ihm. Sehr gut. Boah, einer noch. Und wir haben Welle 4 gerade immer noch so geschafft. Welle 5 wird der Tod wahrscheinlich. Und ich würde sagen, bevor die Welle 5 losgeht, Leute, werde ich diesen Part hier beenden. Ja, ihr könnt dann... Ja gut, ihr könnt dann sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Mit Crypts Chivalry Medieval Warfare, dem netten Dungeon Crawler. Ja, bei Welle 5. Auf Wiedersehen, euer Don Lehn.